Es ist wieder soweit. Hier hinter mir im Steve Jobs Theater findet heute die Apple Keynote statt, die legendäre Veranstaltung, auf der Apple die Produkte fürs kommende Jahr vorstellt. Das ist das goldene Ticket. Mit diesem Badge ist man dabei und ich nehme euch mit. Jetzt muss man also eine wichtige Entscheidung treffen, wo setzt man sich hin? Denn das ist die Frage, umso weiter man oben sitzt, umso schneller kommt man dann am Ende nicht wieder raus und ist bei den neuen Geräten. War wieder super spannend. Es ist jedes Mal wieder aufs Neue so interessant zu sehen, wie Apple die einzelnen Produkte inszeniert. Natürlich eben auch die entsprechenden neuen Funktionen. Gab ja auch viel jetzt, was mit Gesundheit, mit Apple Health zu tun hat. Und das machen sie schon richtig gut. So, hier sehen wir jetzt die neue Apple Watch. Apple Watch 10 in den drei unterschiedlichen Farben. Gibt es natürlich auch wieder mit unterschiedlichen Armbändern. Größeres Display, helleres Display. Und auch mit Lautsprechern, über die man jetzt über die Apple Watch Musik oder auch Podcasts hören kann. Poliertes Gehäuse, super schick, in Schwarz, in Silber und in Desert. Es ist ja nicht Gold, es ist Desert. So, Apple Watch Ultra 2 gibt es keine neue, also keine 3, aber dafür neues Design, ganz in Schwarz. Und es gibt natürlich eine ganze Menge neue Features, unter anderem sehr viele auch, die mit Tauchen und Schnorcheln zu tun haben. Also es gibt eine Menge neue Funktionen über das neue Watch OS. Ja, steht mir schon gut, oder? Und hier iPhone 16 und iPhone 16 Plus. Und das sind die fünf Farben, in denen sie zu haben sind. Und es gibt ja bei allen iPhone 16 Modellen einen ganz besonderen neuen Knopf. Und den zeige ich euch jetzt mal. Das hier ist der neue Knopf, der neue Button, ne? Der sogenannte Capture Button. Da kann man jetzt drauf gehen und dann ist sofort die Kamera an. Also neben den verschiedenen Filtern kann man hier über den Capture-Button jetzt auch verschiedene Funktionen noch auswählen. Belichtung zum Beispiel oder eben auch den Zoom. Ja, das kann man jetzt alles ganz schnell über einen Knopf machen. Das ist natürlich sehr viel einfacher und sehr viel schneller dann auch in der Handhabung. Sehr edel, sehr schick, schön leicht. Und Apple AI dauert in Deutschland noch ein bisschen, aber ich glaube, das wird eine ganz große Geschichte. So, hier sind die neuen iPhone Pro und Pro Max Modelle in den vier Farben. Ja, das dunkle Grau, fast weiß, dann das etwas hellere Grau und die ganz neue Farbe Desert, also so ein bisschen golden. 48 Megapixel im Weitwinkel. Und da kann man jetzt Makroaufnahmen mitmachen. Schaut euch das an. Ist das unglaublich? Ja, man kann Videos in 4K mit 120 Bildern pro Sekunde schießen und dann kann man später Zeitlupenvideos daraus machen. Beide Pro und Pro Max sind ja ein bisschen größer geworden. Zwar nicht außenrum, aber das Display ist ein bisschen größer geworden. Ja, das geht dann immer dadurch, dass man den Rand einfach dünner macht. Und natürlich ganz großes Thema in diesem Jahr auch die Kopfhörer. Die AirPods und die AirPods Max in neuen Farben. AirPods vierte Generation mit Noise Cancellation. Ich höre wirklich nichts mehr von drumherum. Man kann jetzt, wenn sich zum Beispiel Siri meldet, kann man sagen, ja, ich möchte die Nachricht hören oder nein, ich möchte die Nachricht nicht hören. Das ist auch ganz neu. Ist auch eine sehr, kommt hier, ne? Das gibt es ja schon, ne? Kennt ihr ja vielleicht schon von der Watch. Aber jetzt kann man auch noch nicken und Kopf schütteln. Das ist dann allerdings für die AirPods. Hey, it's so good, good to see you again. How are you? I loved Oktoberfest. Oh, thank so you much so much. Fun. Well, you have to come over again. I will. Yeah. I will. Yeah. I'll look forward to it. Mm-hmm. I'll wear the garb again. Yeah, congrats to you and the whole team. Also, amazing presentation. Wow, 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 wow. Das war doch wieder super, super spannend. Apple Keynote 2024.
Ja, bin gespannt, ob da für euch was dabei ist. Ich bin auf jeden Fall begeistert vom iPhone 16 Pro und Pro Max. Da sind ein paar Funktionen dabei, die werde ich demnächst sehr oft nutzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Vielleicht kann ich das eine oder andere noch beantworten. Und abonniert meinen Kanal. Da passiert immer was Neues, was Interessantes, was Spannendes.